allerseits und herzlich willkommen zum Lesemonat November. Also schon dem letzten Lesemonat, der noch dieses Jahr gedreht wird und der vorletzte, der dieses Jahr betrifft. Skandalös, das Ende des Jahres rückt immer näher. Ich finde es irgendwie schockierend und ein kleines bisschen stressig, aber es passiert. Ja, was habe ich so gelesen diesen Monat, also letzten Monat? Es waren insgesamt 7 Bücher, aber ich habe auch 3 Bücher angefangen. Also ich habe ein bisschen was zu tun gehabt. Dazu werde ich euch aber im nächsten Video ein bisschen mehr erzählen. Dadurch, dass ich extrem wenige Neuzugänge hatte, habe ich beschlossen, dass ich den Lebensteil, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ins Neuzugänge-Video schiebe, weil ich das irgendwie von dem Videolängen her für sinnvoller halte. Genau, diese 7 Bücher und die 3 angefangenen hatten zusammen 2968 Seiten. Das waren also 88 Seiten weniger als im letzten Monat. Was bedeutet, dass ich nur 98,93 Seiten gelesen habe und damit ungefähr 2,93 Seiten weniger als im Monat davor pro Tag. Ja, ihr merkt, jede Seite macht einen Unterschied. Diese 7 Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe, waren eine ziemlich krude Mischung, wenn man das so sagen kann. Aber kommen wir jetzt endlich mal zum Punkt. Das erste Buch, was ich gelesen habe, habe ich eigentlich nur fertig gelesen diesen Monat. Das kennt ihr hoffentlich schon. Alles still auf einmal. Das ist ein wunderschönes Buch, in dem es darum geht, wie ein kleiner Junge damit umgeht, dass sein großer Bruder bei einem Amoklauf erschossen wurde. Und die beiden Brüder sind halt nie wirklich gut miteinander ausgekommen. Und jetzt hatte der Junge eigentlich die Hoffnung, dass dann in der Familie auch immer der ganze Streit aufhört. Ja, aber es entwickelt sich alles ganz anders und dieses Buch ist einfach so gut. Und es ist einfach toll geschrieben und es ist empathisch und es ist emotional. Also das Thema ist natürlich sehr traurig, aber das Buch ist wirklich fantastisch. Ja, dann habe ich noch von Maya Lunde Die Letzten ihrer Art gelesen. Ich war ja sehr, sehr gespannt, wie das Buch so sein würde. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Geschichte der Bienen das beste Buch ist, was Maya Lunde geschrieben hat. Und in Die Letzten ihrer Art geht es darum, dass, ja, also von der Art her geht es eben um Schweizgepferde. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es eigentlich um das Aussterben der Menschheit geht in dem Buch. Kann man jetzt deuten, wie man möchte, aber zumindest der primäre Fokus liegt theoretisch auf dem Schweizgepferden. Das heißt, dass es so ein bisschen darum geht, wie wurden die ersten Schweizgepferde wiederentdeckt und gefangen. So, und natürlich auch später, wir haben wieder den Klimawandel. Es spielt im selben Jahr wie die Geschichte der, also es spielt ein bisschen nach die Geschichte des Wassers, so 20 Jahre danach. Und wie ist es dann so mit dem Klimawandel? Wer kümmert sich noch um vom Aussterben bedrohte Arten, vor allem wenn es eigentlich Wildtierarten sind? Das ist so ganz grob die Handlung. Natürlich gibt es auch wieder viel Zwischenmenschliches, was eine Rolle spielt. Und manche mögen das auch als den eigentlich interessanten Aspekt betrachten. Wie verhält sich die Menschheit in Angesicht des Todes und des eigenen Aussterbens? Ja, das ist wieder sehr interessant. Trotzdem fand ich die Geschichte der Bienen bisher am coolsten, vielleicht weil das da noch so diesen Überraschungseffekt hatte. Aber ich fand es mega cool, dass Figuren noch aus der Geschichte des Wassers wieder aufgetaucht sind hier und man ein bisschen erfährt, was so mit ihm passiert ist. Wobei es dieses, die Bücher stehen für sich alleine ein kleines bisschen durchbricht. Klar kann man das auch alles verstehen, wenn man die Geschichte des Wassers nicht gelesen hat, aber man wird mehr damit anfangen können, wenn man es gelesen hat, um nur so viel zu verraten. Ja, dann habe ich ein Buch gelesen, was ich ein bisschen merkwürdig finde, von dem ich auch immer noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Das hatte mir eine Freundin ausgeliehen, nämlich Frank Ocean von Sophie Passmer. Das stammt aus der Kiwi Musikbibliothek und es ist ein super mega dünnes Büchlein. Und in der Musikbibliothek von Kiwi schreiben Leute, die man so kennt, darüber, wie die Musik von super mega bekannten Menschen sie beeinflusst hat. Es gibt, glaube ich, auch welche über Madonna und, keine Ahnung, bestimmt auch über Beyoncé oder sowas. Oder Michael Jackson etc. pp. Also ich bin jetzt nicht der größte Sophie Passmann-Fan und ich habe mal in die Musik von Frank Ocean reingehört und oh Gott, also meins ist es definitiv nicht. Ich bleibe schön brav bei Rock und Metal, damit macht man nichts falsch. So, aber es ging halt eben auch um die bipolare Störung von Sophie Passmann und wie eben dieses eine Album, was dann rauskam in dem Jahr, als sie halt mit der Störung diagnostiziert wurde, wie das alles zusammenhing und sich beeinflusst hat, weil Musik eben nur mal rein emotional diese Fähigkeit hat, uns sehr stark zu beeinflussen. Genau, aber irgendwie hat mich das Buch jetzt nicht so umgehauen. Dann habe ich noch ein wirklich cooles Buch gelesen, nämlich von Thomas Mohn, Weißes Feuer. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Darktown. Es geht in diesen Büchern um Atlantas erste schwarze Polizeieinheit. Es ist nicht biografisch, aber es basiert teilweise auf wahren Begebenheiten. Und die ersten
echten schwarzen Polizisten von Atlanta wurden auch befragt, so beim Schreiben des Buches. Es ist also eigentlich ein Krimi, der aber auch Aspekte wie Rassismus extrem stark behandelt. Hier steht jetzt so diese Unterwanderung der Polizei durch den Ku Klux Klan sehr im Vordergrund und eben so Verbrechen etc. Fand ich mega, mega gut, weil es ein politischer Krimi ist. Oh, die Bücher sind einfach toll, lest sie einfach. So Darktown und Weißes Feuer, die sind beide wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch noch ein dritter Band rauskommen wird, also ich hoffe es doch. Und wenn ja, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Dann habe ich noch Wie man die Zeit anhält gelesen von Matt Haig. Das war jetzt der erste Roman, den ich von ihm gelesen habe. Also ich habe ja auch überhaupt erst zwei Bücher mit dem hier von ihm gelesen. Aber naja, ich folge ihm auch auf Instagram und ich finde es immer mega interessant, was er so eben auch über mentale Gesundheit postet. Weil das ja so ein sehr großes Thema für ihn ist. Gut, er wollte sich mal umbringen. Also ist das, glaube ich, nicht so richtig überraschend, dass das ein großes Thema für ihn ist. Aber Depressionen sind eben wichtig und ich finde es gut, dass er die so sichtbar macht. Das merkt man auch hier in dem Buch. Also es geht eigentlich um so einen Menschen, der, wie ein paar andere Menschen auch, so Gene hat, die dafür sorgen, dass er unheimlich lang lebt, also so ungefähr 1000 Jahre. Und das bringt natürlich so einige Probleme mit sich. Zur Zeit der Hexenverbrennung zum Beispiel ist das dann doch aufgefallen, wenn du nicht gealtert bist. Und im Zeitalter der Fotografie ist das auch nicht ganz unproblematisch, wenn du nicht alterst und Spuren hinterlässt. Aber es kann dich halt auch sehr unglücklich machen, vor allem wenn du halt nicht lieben darfst oder dich zumindest nicht verlieben sollst und so weiter, weil das für alle Beteiligten einfacher ist. Ich fand das Buch wirklich schön, ich fand es sehr gut, es hat mir gut gefallen. Dass so Depressionen hier auch eine Rolle gespielt haben, fand ich auch wichtig und richtig. Aber ich hatte einfach manchmal das Gefühl, dass einige Aspekte so sehr gewollt reingenommen wurden. Keine Ahnung, ob es an der Übersetzung lag oder daran, dass es für ein breites Publikum sein soll. Trotzdem aber insgesamt ein gutes Buch. Ja, wo wir schon bei Zeit sind, ich habe auch Pause gelesen, das habe ich euch ja am Freitag vorgestellt. In dem Buch geht es eigentlich darum, wie man mal so einen Schritt zurück macht und ein bisschen runterkommt. Hat mir dieses Buch jetzt was gebracht? Hat es mein Leben revolutioniert? Nein, ich bin immer noch gestresst. Ich habe immer noch viel zu tun und würde trotzdem noch gerne 5000 Dinge mehr machen. Mein Tag hat aber nur 24 Stunden. Aber ich bilde mir ein, dass dadurch, dass ich mich immer mal wieder damit beschäftige, ja, wie könnte man sich dann so ein bisschen mehr entspannen, jenseits von irgendwelchen Yoga-Sachen, weil es für mich einfach nicht funktioniert, dass es so langsam in mein Gehirn einsickert, was diese Leute alle schreiben, nämlich, dass die Welt nicht davon untergeht, wenn ich die E-Mails erst in 10 Minuten beantworte und nicht in 5 oder jetzt oder dass ich sie vielleicht auch morgen beantworten kann. Und dass nichts zu tun vielleicht manchmal gar nicht das Unproduktivste ist, was man machen kann. Ja, dann kam noch das Gewicht eines Pianos. Da geht es um ein Klavier, ein Blüthner-Klavier. Ich habe von der Marke ehrlich gesagt noch nie gehört, auch wenn hier so geschrieben wird, dass das in Europa mega verbreitet wäre. Keine Ahnung, helft mir gerne auf die Sprünge. Und jedenfalls wurde das eben einem russischen Mädchen vererbt von irgendeinem Nazi, der dann in Russland gelebt hat. Und dieses Klavier bedeutet ihr eben alles und ihr Ehemann ist dann aber irgendwann ziemlich scheiße, um das mal so zusammenzufassen. Und dieses Klavier wird jedenfalls woanders hingebracht, zu einem anderen Mädchen halt. Und für das bedeutet das Klavier eigentlich nicht viel, abgesehen davon, dass es das letzte Geschenk ihres Vaters ist, bevor der samt Mutter bei einem Brand umgekommen ist. So, und ich will an dieser Stelle nicht zu viel verraten, aber Menschen, die auf diverse Weise mit diesem Klavier zu tun haben, treffen in dem Buch aufeinander. Mehr wird dazu nicht gesagt. Ich fand es ganz gut. Ich fand es mega spannend, dass ich darum bemüht wurde, auch Alltägliches in dem Buch unterzubringen, nicht so mega stereotype Charaktere zu haben. Der eine Typ, der vorkam, der war dann schon irgendwie ziemlich merkwürdig. Aber die Frau, die vorkam, die arbeitet zum Beispiel als Automechanikerin. Und ich fand es einfach mega cool, weil das ist sowas, das liest man normalerweise nicht. Und es wird in dem Buch auch mal geschrieben, so, hey, ja, ich bin hier mitten in der Wüste unterwegs für eine Woche. Vielleicht wäre Duschen ganz cool oder auf Klo gehen ist vielleicht auch eine super Sache. Ich hatte das ja neulich in einem Video mal kritisiert, dass es wenige Bücher gibt, in denen Alltägliches so eine Rolle spielt. Und hier ist das aber definitiv der Fall. Und das fand ich immerhin in der Hinsicht sehr gut. Mit Klavier kann ich jetzt nicht so richtig viel anfangen, aber trotzdem ist es eigentlich eine ganz gute, solide Geschichte. Ja, dann kommt noch das letzte Buch, was ich vollständig gelesen habe, bevor es auch zu den 3 angefangenen Büchern gibt, die ich diesen Monat habe. Nämlich von Ransom Riggs, Die Stadt der besonderen Kinder. Ja, den Schutzumschlag habe ich noch bei meinen Eltern stehen. Passiert. Worum geht es in diesem Buch? Also wir erinnern uns nochmal ganz kurz, vor allem für alle Leute, die nur den Film kennen. Miss Peregrine ist in Vogelgestalt gefangen
Aber wer ist Miss Peregrine? Das ist eine Imbrin, also ein Mensch, der Zeitschleifen aufrechterhalten kann und besondere Kinder beschützt. Diese Frau wurde also jetzt in ihrer Vogelgestalt festgehalten, weil Imbrins sich in Vögel verwandeln können. Und Hollows, also Wesen, die sich von den Augen besonderer Kinder ernähren, haben die Zeitschleife überfallen und jetzt müssten die Kinder fliehen und versuchen, ihre Imbrin wieder zu einem Menschen zu machen. Dafür reisen sie nach London. Das ist in den 1940er Jahren übrigens gar nicht so einfach. Also erstens, nicht wenn du ein Trupp Kinder ohne Erwachsene bist. Zweitens, es ist Krieg. Drittens, du hast kein Geld. Und erwähnte ich nochmal, dass die verfolgt werden von Hollows, die ihre Augen wollen. Und später kommt raus, dass auch noch die Seele von den Kindern geraubt werden soll unter Umständen. Ja, also es ist wieder abenteuerlich. Ich fand es mega cool. Es hat mir sehr gut gefallen. Es gibt wieder ganz, ganz viele Fotos in den Büchern. Die fand ich jetzt teilweise nicht so mega spektakulär, aber es ist trotzdem sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie der dritte Band so wird. Es hat mir, glaube ich, insgesamt besser gefallen als der erste, war so mein Eindruck. Da fand ich halt ehrlich gesagt den Film schon mega gut, aber Bücher und Filme weichen natürlich voneinander ab. Soweit ich weiß, ist keine Verfilmung des zweiten Bandes geplant. Naja, kommen wir zu den drei Büchern, die ich angefangen habe. Und wieso, weshalb, warum sind sie angefangen und nicht fertig gewesen? Also das eine Buch, was ich angefangen und noch nicht fertig gelesen habe, ist New Moon. Vielleicht erkennt ihr das am Cover, vielleicht auch nicht. Das ist halt so eine Schuber-Ausgabe. Dieses Buch habe ich noch nicht fertig gelesen, weil ich es zusammen mit Marty Knopp lese. Den kennt ihr als Autor von Schachtkinder vielleicht noch. Das Buch hatte ich euch irgendwann mal vorgestellt und wenn ich dran denke, verlinke ich euch auch das unten in der Infobox. Ja, jedenfalls lesen wir dieses Buch zusammen. Wir lesen so, ja jetzt in den ersten Wochen haben wir zwei Kapitel gesagt, aber das war uns irgendwie zu wenig und deswegen haben wir jetzt gesagt vier Kapitel pro Woche. Und dann unterhalten wir uns am Ende der Woche darüber, wie wir das fanden und wie unfassbar unselbstständig Bella ist und wie unfassbar besitzergreifend und super nervig Edward ist. Das macht eigentlich relativ viel Spaß, sich so ein bisschen darüber auszulassen. Und ich muss ja an dieser Stelle sagen, auch wenn ich mich über viel in diesem Buch aufrege, ich lese es ganz gerne. Ich hätte nie gedacht, dass ich sagen würde, dass ich Twilight gerne lese. Passiert. Ja. Ein Buch, was ich dann auch noch angefangen habe, aber noch nicht fertig gelesen habe, was sich aber hoffentlich bald ändern wird, weil ich jetzt für die Theateraufführung in der nächsten Woche unfassbar viel hin und her pendeln muss zwischen Bonn und Bochum, ist Eragon. Ich habe das Buch das letzte Mal in der 5. oder 6. Klasse oder sowas gelesen, habe ich mir irgendwann in der 10. Klasse mal Band 1 und 2 auf dem Flohmarkt irgendwo gekauft und seitdem habe ich die nicht gelesen. Und die 10. Klasse, das war für mich 2013. Also scheint dieses Buch jetzt ungefähr 5, 6 Jahre bei mir umgelesen rum. Aber ich lese es jetzt endlich und ich muss sagen, ich habe so unfassbar viel vergessen, dass es sich fast anfühlt, als ob ich dieses Buch zum ersten Mal lesen würde. Und das Coole beim zweiten Band wird ja sein, da weiß ich tatsächlich nicht, was so richtig passiert. Weil wie die Schlacht zwischen Aragorn und Galbatorix ausgeht, weiß ich in diesem Fall. Aber nun denn, ich finde das Buch eigentlich mega gut. Ich bin jetzt irgendwo so bei der Hälfte ungefähr. Es macht Spaß, das zu lesen und ich habe einfach gemerkt, dass es mir total gut getan hat, mal ein Fantasy-Buch wieder zu lesen. Ich habe ja irgendwie inzwischen so ein bisschen den Anspruch an mich, dass die Bücher, die ich lese, mir auch irgendwas bringen sollen und so. Aber manchmal ist es auch super entspannt, wenn ich einfach nur so ein Fantasy-Buch lese, was dann nochmal so richtig gut geschrieben ist, so, weil gerade die älteren Fantasy-Bücher echt toll sind, weil die nochmal anders sind als neuere Fantasy-Bücher. Vielleicht mache ich darüber irgendwann nochmal ein Video, warum altes Fantasy besser ist. Keine Ahnung. Wenn ihr das wollt, sagt es mir. Habt ihr Eragon eigentlich gelesen oder habt ihr nur die unfassbar schlechte Verfilmung gesehen? Lasst es mich wissen. Ja, ich hatte auch erwähnt, dass ich gerne Bücher lese, die mich irgendwie weiterbilden oder sonst was. Und ich bin vor kurzem jetzt da an das Buch Allgemeinbildung Kultur für Dummies gekommen. Das ist tatsächlich erst das zweite für Dummies Buch, was ich lese. Ich habe die Dinger immer früher in der Bücherei bewundert und fand, dass das ja mega cool ist, dass es so eine Reihe gibt. Und ja, Allgemeinbildung Dummies für Kultur beschäftigt sich größtenteils mit westlicher und europäischer, teilweise auch US-amerikanischer Kultur. Es wird aber auch versucht, ab und zu mal auf Sachen jenseits von Europa und so weiter einzugehen. Und die Autorin ist sich bewusst, dass sie eine eurozentristische Perspektive einnimmt. Das finde ich mega gut, weil das bedeutet, sie ist sich dessen bewusst, dass das selektiv ist. Ansonsten bemüht sie sich auch darum, Frauen mit einzubringen zum Beispiel. Und sie bemüht sich auch um einigermaßen geschlechtergerechte Sprache. Und ich finde, das Buch ist sprachlich toll. Informativ ist es auch. Ich lerne auf jeden Fall viele Dinge und stelle fest, dass ich immerhin einiges über Kulturdinge und Allgemeinwissen wusste, von dem ich mir gar nicht so sicher war, dass ich das jetzt so schon weiß. Das ist cool, dann kann ich mir auch mal schlau vorkommen. Aber es gibt auch ganz viel in dem Buch, was ich nicht kenne. Also von daher, das ist quasi so ein Crashkurs in Allgemeinbildung. Und das ist
auch nicht schlecht. Das war ja auch so der Anspruch. Und da ich jetzt auch in der Politik eben ganz viel aktiv bin, hat man dann auch immer mal wieder mit so Leuten zu tun, die sind dann irgendwie 60 oder so und die hatten dann in ihrem Leben schon sehr viel mehr Zeit, Bücher zu lesen als man selbst. Und dann sagen sie, oh, hier Faust, dies und das und Orpheus und irgendwelche Malerei oder sowas und erwarten, dass man davon schon mal gehört hat. Und dann sind gerade so eine Crashkurse nicht schlecht, weil man dann sich zumindest einbilden kann, man hätte davon schon mal gehört und vielleicht ein bisschen Ahnung. Genau, und das Buch habe ich einfach noch nicht fertig gelesen, weil die Seiten einfach riesig sind. Also hier so. Ich damit erst relativ spät im Monat angefangen habe und mein Tag nur 24 Stunden hat. Und ich ja parallel noch Eragon und New Moon lese und irgendwie nicht so richtig viel zum Lesen komme, weil das Problem ist, dadurch, dass ich in Bochum wohne, wo es super schöne Bahnanbindungen teilweise gibt und die Strecken recht kurz sind, sind die Strecken so kurz, dass ich einfach nicht so wirklich zum Lesen komme. Und wenn ich dann irgendwie dreimal umsteigen muss und dann jeweils 10 Minuten in der U-Bahn sitze, lese ich davon vielleicht effektiv 8 Minuten. Schade. Aber auch das dürfte sich durch das Gependel in der nächsten Woche für die Aufführung ändern. Das war es soweit, was ich diesen Monat gelesen habe. Zum Gucken von irgendwas bin ich irgendwie voll wenig gekommen. Ich habe Atypical mal angefangen, die dritte Staffel, und die ersten 6 Folgen geguckt. Keine Ahnung, wann ich das getan habe, ehrlich gesagt. Und ich habe irgendwann mir auch mal die Zeit genommen, um Harry Potter 1 zu gucken. Ich hätte gar nicht gewusst, dass ich das diesen Monat noch gemacht habe, wenn ich mir das nicht aufgeschrieben hätte. Und die 3 neuen Bücher, die ich bekommen habe, die werde ich euch nächste Woche vorstellen, zusammen mit dem, was ich in meinem Leben so getan habe. Denn der November war wieder ein ereignisreicher Monat, was leider auch dazu führt, dass ich sehr wenig Dinge für andere Menschen habe. Zum Beispiel auch mich selbst. Aber nun denn, so ist das im Leben. Ich hoffe, dass euch dieser Lesemonat jetzt soweit gefallen hat, dass ich euch ein paar interessante Bücher zeigen konnte. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns demnächst wiedersehen. Bis dahin, bleibt fit, munter und gesund. Tschüss!